Thema schlagverkalkte Gefäßeinengungen. Gibt es in Ihrem Gefäßzentrum noch weitere Spezialverfahren, die Sie hier einsetzen können? Das ist die kathetergestützte Stoßwellentherapie in Gefäßen, die sogenannte intravasale Lithotripsie. Eine neue, hochmoderne Methode, die wir hier in Mülheim mit sehr, sehr gutem Erfolg einsetzen. Warum sind Gefäßverkalkungen so problematisch? Unser Beispiel hier zeigt eine starke Gefäßverkalkung, die bereits ohne Kontrastmittel im Röntgenbild zu erkennen ist. In der Angiografie zeigt die Kontrastmittelgabe, wie hochgradig das Gefäßlumen durch die Kalkbrocken eingeengt wird. Solche Verkalkungen sind in der Regel ausgesprochen hartnäckig und bereiten herkömmlichen Ballons und Stents große Probleme. Wie wenden Sie die Stoßwellenbehandlung im stark verkalkten Gefäß an? Mit Hilfe eines speziellen Ballonkatheters werden die Stoßwellen an mehreren Punkten direkt in die verkalkte Gefäßwand hineingesendet. Dadurch werden die Kalkbrocken aufgeweicht und können dann mit dem Ballon einfach weggedrückt werden, sodass sie den Blutfluss nicht mehr stören. Nach wenigen Minuten ist die Arterie dann wieder frei durchgängig. Im Vorher-Nachher-Vergleich ist das Ergebnis dann gut sichtbar. Wie bewerten Sie diese moderne Behandlungsmethode im klinischen Alltag? Obwohl die Gefäßverkalkungen in der Regel steinhart sind, ist die Stoßwellenbehandlung zu den Gefäßwänden doch sehr schonend. Das macht das Verfahren sehr attraktiv. In Deutschland gehört unser Gefäßzentrum mit zu denjenigen, die über umfangreiche Erfahrungen mit der intravasalen Stoßwellentherapie verfügen. Wir haben auch mit sehr gutem Erfolg an einer großen internationalen klinischen Studie zum Thema Stoßwellentherapie teilgenommen.